So, lieber Windflare, welche Tür sollen wir nehmen? Die hier unten? Die hier oben? Oder die da unten? Bitte. Wie bitte? Doch, und wir jetzt abhängig machen. Auf die Karte gucken, meine ich. So lang kannst, was was bringt. Hm, ich denke mal, hier müssen wir nach Osten, nee, nach Westen. Das heißt, dass wir dann die hier unten, ne? Ja. Hui. Oh. Ganz wohl. Ich glaube, ich mach mal gleich hier. Bam, 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 bam. Nein. Sie haben es überlebt. Oder war noch gerade ein Schatten durch? Egal. Ich würde sagen, wir brauchen mal wieder mehr Schätze. Was ist das denn? Falscher Schatz? Falscher Schatz. Okay, aber haben wir leider nur eine Zweierkarte. Ein Raum, in dem ein Schatz von Herzlosen bewacht wird. Okay, haben wir aber auch. Eine Nuller könnten wir dabei. Ich mach das jetzt mal. Wir das jetzt sehen. War zwar Verschwendung mit der Null, aber ist mir egal. Oh. Du hast Störgeräusche. Aua. Deine Störgeräusche gehen wieder los. Nein! Und somit war Windflare für immer verstört. Aber wie kommt das plötzlich? Das war jetzt die ganze Zeit nicht. Und jetzt auf einmal hört man so ein Rauschen. Rauschen? Na, es war. Jetzt geht's wieder. Jetzt wieder war. Was wieder da, das Rauschen? Hä? Zum. Ich hatte mich kurz gemütet. Okay. Seltsam. Na gut. Passiert. Hier, wenn das Rauschen da ist, dann. Sag, das sollte nicht sein. Ne, jetzt ist es gerade wieder weg. Ich sag's uns ja sofort Bescheid, wenn ich's wieder höre. Oh, ich mag die nicht, ne? Diese fliegenden Gegner. Komm. Jetzt fliegt er noch höher, ne? Noch einmal. Oh, nice. So, was haben wir da bekommen? Hm, die Premium-Raumkarte von vorn ist jetzt wieder drin. Ich habe die Kiste verwirrt. Ja, sie war so verwirrt, dass sie keine Items mehr gegeben hat, weil sie nicht mehr wusste, dass sie eine Kiste ist, die Items gibt. Und außerdem hast du deinem Gegner daneben geschlagen. Das kommt noch dazu. Immerhin war es nicht Bambi. Nee, seine Mutter. Was? Hier soll ja ein Schatz sein, ne? Habe ich jetzt ja richtig gesehen. Wo soll der sein, wenn man jetzt die ganzen Herzlosen besiegt, oder was? Ich tippe auf ganz oben. Okay. Und jetzt hier, take this. Guck mal, alles Premium-Karten gerade gewesen. Oh Mann.
Nein, ich wollte gerade einsammeln da hinten. Lol, er fliegt erstmal rein, ja gut. Soll mich nicht stören. Okay, du meinst ganz oben, ne? Guck mal, wie fröhlich er ist. La la la, ich bewache hier die Leiter. Da wollte ich lustig sein. Dann hau erstmal voll das falsche Ding. Yay, yeah, Level up. Nice. Aber da werde ich erstmal LP nehmen jetzt. Damit die auch nicht zu kurz kommen. Wenn du Manöver lernen kannst. Dann Manöver. Das ist richtig, nee, dann lieber Manöver. Wie viel Level bist du jetzt überhaupt? Ich kann Manöver lernen. 32. Hüttliche Auszeit. So, mal gucken, was das macht, hüttliche Auszeit. Halte die Zeit an und triff den Gegner mehrmals. Das ist eigentlich das, weswegen ich meinte ins Wunderland. Das ist mega nice. Ja, ich find's so lustig, wenn du erst davon gesprochen hast, so wie heute mit Decidia. Ja, da gibt's so eine Fähigkeit, da machst du Feuer, Feuer, Gravitas. Zack. Gelernt. Ja, da gibt's später noch eine Attacke, dann machst du Stopp, Angriff, Angriff und ist auch mega nice. Was haben wir jetzt? Stopp, Angriff, Angriff. Ja, würde ich sagen, das kommt dann direkt ins Boss-Deck, ne? Hä? Ja? What? Ich habe zu viele Raumkarten. Oh nein. Ich habe 99 Raumkarten, dein Ernst? Ich habe von den Schatzkarten, ne, glaube ich, einfach zu viele angesammelt. Muss man mehr benutzen. Die muss ich nicht löschen, ne? Weil da stand ja bloß Lösche, um neue zu bekommen. Theoretisch kann ich die jetzt ja nach und nach aufbrauchen, ne? Oder bin ich jetzt gezwungen, welche zu löschen? Weiß ich nicht. Kackspiel deinstall. Okay. Oh, so. Sorry. Alles gut. Das war ja nicht so laut. Geschlagen. So, das war jetzt Stopp, Angriff, Angriff, ne? Genau. Würdest du die als erstes empfehlen, die Combo, oder als letztes so? Also die das jetzt hier reinzuballern oder eher an den Anfang? Mach wie du meinst. Okay. Das nimmt sich nicht. Also, Stopp. Und haben wir irgendwelche hohen Angriffszahlen noch? Ja, wir haben hier einen 7er Angriff. Ja, und eine 6er, ne? Können wir noch nehmen. So, ne? Genau. Okay. Das geht auch bei Bossen, weil der normale Stopp geht bei Bossen halt eben nicht. Ja, das geht. Das ist ja dann lustig. Was denn? Sasa schreibt, kann mal jemand Winfler bannen, der Spoiler zu viel. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Punkte übrig, ne? Jetzt könnten wir hier auch eine Combo reinballern. Das ist mit dem Elixir vielleicht genauso. Das passiert doch schon, oder? Ach ja, er lässt ja die hier aus, ne? Macht er das. Genau. Und ja, wir können sonst noch für das Elixier eine Combo reinhauen. Den Supertrank meinst du? Ja, meine ich ja, der Supertrank. Das aber, nee, brauchst du nicht, weil wenn du das, wenn du hier Vitra und Elixier benutzt, springt er an Anfang und dann ist das Elixier verbraucht, das heißt, das nächste Mal macht er Vitra und den Supertrank. Ja, aber dann fehlt doch eine dritte Karte, die hier verschwindet ja, die ja, auch. Die stellst du auch wieder her. Mit dem Elixier. Ach ja, stimmt. Da macht er zack, 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 ne? Hast recht. Nee, genau. Ist richtig, ja. Habe ich vergessen. Stimmt, Elixier stellt ja auch Premium wieder her. Ist richtig.
Ja, dann passt das ja so, ne? Dann haben wir da eigentlich ein solides Deck jetzt. Für Bosskämpfe. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen können. Ja, ich darf nicht vergessen, den Schatz da hier noch, ne, zu holen. Ja, weil er gerade wieder runtergesprungen ist, meinst du? Ja. Weil ich da die Truhen gesehen habe, die Fässer und dachte mir so, oh, da ist bestimmt noch irgendwie eine Karte drin oder so, der Loot drin. Schon so gierig, ne? Und dann ist mir wieder eingefallen, ach Mist, das ist ja immer noch die Karte mit dem Schatz. Hier, die Fässer habe ich gesehen. Und da ist natürlich nichts drin. Aber hier habe ich nochmal zwei. Ja, Heal. Oh, guck mal, ich war so lowlife, ich brauchte die. Ich musste hier runter. Ja, übrigens hast du nach dem Kampf gerade auch einfach keine neue Raumkarte bekommen. Das war ja schon ein paar Kämpfe so, das scheint dann halt wirklich so zu sein, weil du voll bist. Naja, er hat ja hier gesagt, ich soll Raumkarten, siehst du ja, hier oben steht ja Raumkarten 99 von 99, genau. Aber ich dachte, ich muss welche löschen, dass es unabdingbar ist, dass man immer Raumkarten bekommt. Das dachte ich jetzt, dass sie mir die aufzwängen, so von wegen, ja, du musst jetzt aber welche löschen, sonst kriegst du, sonst geht's nicht weiter, so dachte ich halt. Aber ich will halt keine löschen, weil ich habe zum Beispiel bei denen hier Angst, dass dann eine Sechser-Tür kommt, wo ich mir denke, ja, da hätte ich die einsetzen können. Nee, stattdessen muss ich dann eine vom Premium das hier verballern. Ist doch in Ordnung. Deswegen schrei mich nicht an. Ich schrei dich doch gar nicht an. Ja, ist alles gut. Ich wollte nur anmerken, nach den Kämpfen bekommst du jetzt einfach keine. Ich albere nur rum. Ich albere mit einer Buddel voll rum. Schon mal erwähnt, dass ich fliegende Gegner nicht mag. Ich brauche echt irgendwie eine Attacke. Mehrere Attacken, die Gegner in der Luft treffen. Man könnte denken, so der Schlüsselschwertwurf, so müsste eigentlich voll OP sein. Ja, aber Sora wirft den ja nicht da hoch. Lol. Ist ein bisschen weg. Ja. Nice. Das ist so nice mit dem Elixier, ne? Das muss man aber alles erstmal wissen. Hättest du mich daran nicht draufgebracht, so von wegen, ja, das steht ja drin. Lädt alle nach, alle Karten nach und nicht nachstockbare. Das wäre mir nie aufgefallen oder sehr, sehr spät wahrscheinlich erst. Das halt steht nachstockbare Karten. Und bei dem Elixier eben nicht. Da steht drin, lädt alle Karten wieder nach. Yep. Und ich hätte echt ziemlich lange kein Elixier reingenommen. Teleport. Okay. Materialisiere dich hinter dem anvisierten Gegner, der kurzzeitig betäubt ist. Stopp Aero-Item. Oder Magie Peter Pan. Das obere, okay. Das untere würde ich sagen, Dein Item dann weg. Ja. Und nur um dich dahinter zu teleportieren, ne? Gut, er ist danach betäubt, aber klappt das auch bei Bossen? Dass er betäubt ist, würde ich mich nicht drauf verlassen. Ja, deswegen. Wobei ich glaube, Rico war vorhin auch kurz gestunt. Hat jemand in dem Schloss eine Toilette gesehen oder wurde die vergessen? Ich weiß nicht. Thomas kann keine Karten mehr kriegen, wissen wir's. Ich zähle das mal, die Toilette zu den Karten Verschnaufpause. Ach komm schon. Das ist auch durch, ne? Hier. So, lebt damit. Wer nur rumsteht. Okay, es passiert nichts weiter. Piraten, joho. Alter, guck dir das mal an. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch siehst. Guck mal, wie pixelig das ist. Ja. Alles so schön gestochen scharf, ne? Besonders Sora gegenüber jetzt. Dieser Flagge. Ich bei mir ein bisschen verwaschen, weil ich krieg's ja nicht in der höchsten Qualität. Ja. Oh Mann. Tut mir leid. Beim nächsten Stream kaufe ich mir Discord Nitro, Mann. Oder Turbo heißt es, glaube ich, ne? Ne, es heißt Nitro. Twitch heißt es Turbo. Dass sie auch immer irgendwie so eine übelsten Namen geben müssen, ne? Twitch Turbo,
Discord Nitro, was war noch? Was gab's da damals noch? Bei Mega Upload gab's doch damals auch irgendwie so eine. So Highspeed-Konto, wie hieß denn das? Ist das immer irgendwas, wenn irgendwas schnell gehen soll oder irgendwie so sein soll, dann immer irgendwas mit Nitro Turbo? Okay, wir könnten hier die Premium-Raum öffnen. Wenn du das willst. Dass man immer damit anfangen muss, hier, ne? Blau. Was ist Zufalls-Joker? Er füllt alle Bedingungen aus, als wenn Schlüsselkarten benötigt. Ah. Boah, sorry. LOL. Ey, die Zufallsjoker sind ja auch nicht schlecht, ne? Die kannst du ja immer einsetzen dann. Brauchst du keine Karten verballern. Okay. Ich habe Angst, in diesem Raum zu sein. Ach Gott. Hier gibt's Schätze. Ich habe Angst, dass hier Gegner sind. Wenn das ein Premium-Raum ist, habe ich Angst, dass die... Das ist ja kein Premium-Raum, wo du Premium-Karten kriegst. Hier gibt es wirklich ganz spezielle Schätze. Einmal pro Welt. What? Okay. Das ist aber zwei. Also. Blitzwurm. Okay. Ja, finde ich gerechtfertigt, dass wir den bekommen. Ist, glaube ich, jetzt in dieser Welt eher unangebracht. Alter, Nachtschrei. Krass. Ist in dieser Welt nur eher unangebracht, weil wir hier nur Blitzelementare haben, die rumfliegen. Da fängt es wirklich an, die dann irgendwann mal zu treffen und dabei zu heilen. Ja, deswegen nehme ich jetzt Blitzwurf noch nicht rein. Wir sammeln noch ein bisschen KP und dann machen wir das mal. Hä? Ach, wir müssen hier unten hin. Stimmt, wir waren ja schon da gerade, ne? Wir waren ja hier schon bei der Sequenz. Das heißt jetzt hier, wir müssen jetzt östlich, südlich, südlich, östlich, wieder südlich. Na gut. So, das heißt hier östlich. Obwohl hier noch verschlossene Türen sind, ne? Blödes Vieh. Nein. Die fliegen schon wieder. Ich glaube, du bist froh, wenn du aus dieser Welt rausgehst, wa? Ja. Ja, ich habe auch überlegt. Je nachdem, wie fit du bist, vielleicht auch nach Nimmerland aufzuhören. Ich kann mich danach hier richten. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Wir gucken einfach. Ach, verdammt. Wir schauen einfach mal, wie lange das Ganze noch geht und was für ein Kampf nach Nimmerland noch kommt, weil den nehme ich ja noch mit. Und je nachdem. Och, Manu. Eigentlich. Ja, wir kriegen wieder eine Karte. Weil ich die eine verballert habe. Ich meine, wir müssen die Räume ja sowieso öffnen, ne? Ja, du musst, glaube ich, aber auch zuerst da unten hin. Und da muss ich sowieso hier lang, ne? Oder wie? Wenn ich meine, da unten leuchtet, dann musst du zuerst hin. Ja, das ist ja die Schlüsselkarte, so gesehen. So, und hier war es östlich, ne? Ja. Das heißt, die Tür muss geöffnet werden. Dann gönne ich mir jetzt mal wieder einen Schatzraum, weil ich jetzt keinen Bock habe zu kämpfen. Und wir haben noch ganz viele... Wir haben 17 friedlicher Schatzkarten. Dann los! Ja. Müssen wir auch mal wieder langsam alle aufbrauchen. Warum nicht Gravitas-Wurf, fragt Sasa. Tja. Den gibt es auch. Gravitas-Wurf. Echt? Der funktioniert nur ein bisschen anders, weil... bei den jetzigen ist es ja, du wirfst quasi das Schlüsselschwert mit dem Element. Beim Gravitas-Wurf ziehst du die Gegner alle rein und schlägst sie dann.
Okay. Manuel fragt, wie lange sind wir schon im Nimmerland? Das kommt mir fast wie 2 Stunden vor. Könnte sein. Was spannender ist, da kann man die Dissidia-Stream nochmal nachgucken. Ja. Wenn du das langweilig findest, guck doch den Dissidia-Ladescreen. Ja, das Problem ist, wir sind, glaube ich, hier so lange drin, weil wir auch hier vorhin das Deck gebaut haben, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ach komm, ich nehme jetzt hier so eine. Wir sind ja bald fertig. Das ist nur die letzten Räume öffnen, dann war's da. Naja, ich glaube, das längste hat wirklich das Deck zusammenstellen, ne? Und Zeit genommen in dieser Welt. Hätte ich das hier nicht gemacht mit dem Deck, dann wären wir schon längst im Nimmerland raus. Die Musik hier ist aber auch nicht gerade spannend, ne? Oh ja, das stimmt. Die ist mega langweilig. Da ist sie ja. Oh nein, es ist... Bist du Alice im Wunderland? Peter? Peter Pan? Im Wunderland? Wir sind im Nimmerland. Ja, ich weiß. Aber sie hat blaue Klamotten, also muss sie Alice sein. Aber nicht im Wunderland. Okay. Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen 3 neuen Helfern gekommen, um dich zu retten. Los, runter von dieser undichten Wanne und rein ins Abenteuer. Wir werden niemals erwachsen. Du, Peter, ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London. Was redest du denn da? Wenn du in Nimmerland bleibst, bleibst du ewig Kind und jeder Tag ist ein Abenteuer. Aber gehst du zurück nach London, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, Peter, aber ich möchte nach Hause. Ich hab dich gerettet und dir ist es egal, ob du mich je wiedersehen wirst. Nein, du verstehst nicht. Alter, ist der angry. Wie du meinst. Ach, und retten kannst du dich meinetwegen auch selbst. Ich verschwinde. Egoistischer. Hey, warte doch mal. Weg ist der. Peter. Das war aber ungestüm. Was machen wir jetzt? Hey, ich hab da eine Idee. Überlegen wir uns doch, was wir tun, wenn wir an Deck sind. Verstehst du? Deck. Wie dein Kartendeck. Ja, es war keine Idee, aber er hat nicht ganz unrecht. Draußen erwartet uns noch eine Menge Ärger. Wendy, du bleibst hier. Wir werden versuchen, sie ein wenig abzulenken. Okay, seid vorsichtig. Vielleicht ändert Peter seine Meinung und kommt zurück. Also warte besser hier. Schlüssel des Seins, natürlich. Sind immer dieselben, ne? Ja. Das ist immer des Anfangs, des... Was war der zweite immer? Ich vergesse immer den zweiten. Ja. Anfangs, dann... War wohl nicht wichtig. Ja. Okay, ich kümmere mich erstmal um den, der nicht... Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist, aber im zweiten Durchlauf... Dass wir dann gar keine Cutscenes in diesen Welten. Wir kommen erst am Ende, oder? Zwischen den Welten. Ich meinte, beim zweiten Durchlauf kommen die ganzen Cutscenes wahrscheinlich erst, wenn man alle Welten abgeklappert hat, erst am Ende, oder wie? Weil wenn da gar keine Cutscenes kommen, dann lohnt sich das doch gar nicht. Also kommen auf jeden Fall Cutscenes, wann genau die jetzt waren, weiß ich nicht, aber... Ich weiß, dass sie nicht in den Welten machen. Es war relativ eventlos dadurch. Hat wenig Sinn ergeben. Aber der Playthrough lohnt sich trotzdem. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt. Kommando. Er ist runtergekommen. Klar, jetzt fliegt er so voll an mir vorbei und verarscht mich. Oh Leute! Ich habe ihm die Kugel ins Gesicht geschlagen. Ups. Irgendwann geht's auch mit Sora durch. Du blöder Kerl. Aio. Nice. Oh, Blitz. Das können wir alles gebrauchen, ne? Bam. Hab ich jetzt den ersten Schlag oder nicht? Nee. Ich
und wieder los. Nein. Ah. Ja, zum Glück. So, was schreibt der Chat? Bin auch ewig Kind. Heißt das, ich bin im Nimmerland? Tja, dem ewigen Kind ist das Spielzeug weggenommen worden. Sagt Manuel daraufhin. Also ich weiß... Sasa merkt noch an, zieht der Gravitas Wolf auch Gegner an? Auch Fliegende vor allen Dingen? Ja, da hast du ja geschrieben, wenn ich den doch hätte, ne? Ja, das wäre mir schon ein Genuss. Der wäre jetzt echt nicht schlecht, dieser Gravi. Das wäre der perfekt. Ah, du hast ihn. Weil guckt euch das an, was ich jetzt hier mir, was ich hier durchleiden. Was ich hier durchmachen muss. Guckt euch das an. Und daneben. Und jetzt wieder bumm. Schade. Und jetzt ist das so weit weg. Lol. Da kommen ja noch mehr. Mann, ich darf nicht vergessen, dass ich immer den Dingens noch hab. Den Eisgar. Ich vergesse immer, dass er nach der Eisgar kommt. Auch nur, weil wir den so wenig sehen, weil ja meist eigentlich schon alle tot sind. Frag doch Eisgar mal nach ganz vorne. Ja, oder den Feuersturm da, ne? Könnte man eigentlich auch nach ganz vorne packen. Weil wenn man die Gegner stunt hier, ist der ja eigentlich ganz vorne nicht schlecht, ne? Ja. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Achso, ich wollte erst Vitalität. Und jetzt können wir wieder KP machen. Ja, ja, ist ja okay. Ich hab's verstanden. So. Ich muss echt aufpassen. Jetzt halt. Ach, er versaut's hier wieder, ne? Du versaust es gerade. Der hat die dazwischen geschoben, der hat alle einen weitergeschoben jetzt. Och. Das heißt, du musst nur die anderen hochziehen und dann passt alles wieder. Wie hochziehen? Was muss ich jetzt machen? Die nächste Feuerkarte von da unten, von dem... Mit ja, die 1 da, genau. An Position 2 ganz oben packen. Hier hin. Genau, und jetzt noch die Gravitas an Position 3. Ja. Und dann passt es. Ah, jetzt sehe ich das auch. Ach so. Oh Gott. Okay, ich würde das Ganze gerne jetzt auch mal... Nee, ich mache das auf meine Art. Ich bin sonst zu verwirrt. Ey, das System ist so blöd, wenn die das so, wie ich das jetzt hier mache, wenigstens sortieren würden, ne? Ja, aber ich würde nämlich gerne an zweiter Stelle dann doch Eis danach haben. Aber mir ist das zu blöd, wenn er das so sortiert, indem er mir da komische, weiß ich, mich verwirrt das extrem. Ich weiß jetzt zwar, wie es gemeint ist, aber in meinem Kopf ergibt es trotzdem keinen Sinn. So. Ist zwar mega umständlich, aber so ist es wenigstens für meinen Kopf nicht verwirrend. Strukturiert auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir jetzt genau, so soll es sein. Wir haben an erster Stelle die Feuersalve, danach kommt direkt Eisgar und dann kommen die Schwertwürfe. Ja, so passt es doch. Perfekt. So, dann können wir nämlich jetzt auch Erstschläge landen und haben, upsala, und haben Instant. Da können wir gleich mal ausprobieren. Upsala. Ah, jetzt. Dann kann ich jetzt einfach anvisieren und hab instant die Combo. Oh, aber wenn die fliegen, ne? Ich habe schon mich so hingestellt, weil ich dachte, vielleicht treffe ich die, ja? Vielleicht muss ich mich richtig weit wegstellen, ne? Ja, glaube ich auch. Weil die große Explosion beim Eisberg kommt erst weit weg. Stimmt, ja. Wenigstens ist der dick genug, dass man den trotzdem trifft. So.
Ja, wir optimieren jetzt langsam mal alles, ne? Warum ist da manchmal nur Wasser drin? Ich verstehe es nicht. Oh. Wieder Aero. Aero-Wurf gibt es auch, oder? Egal, ob ihr Wasser halt oder nicht unterlegt. Wie bitte? Jetzt so ist mir egal, ob ihr wach seid oder nicht, ihr seid jetzt eh. Oh, guck mal. Nice. Wir können die nächste Welt dann rein nochmal und. Oder in eine Welt zurück und da nochmal den Premium-Dingens benutzen. Jetzt frage ich mich natürlich, was bei Alice im Wunderland dann ist, wenn wir das Manöver ja schon haben. Das müssen wir gleich mal austesten, wenn wir mit Nimmerland fertig sind. Einfach mal nach Wunderland teleportieren, dahin gehen, die Premium-Dingens einsetzen und mal gucken, was da drin ist. So, wir müssen jetzt nur nach Norden, ne? Ja. Oder halt auch hier wieder rein. Ich weiß gerade nicht, was der Raum hier... Ob der hier reinführt oder ob der da oben reinführt. Ich sehe gerade, ich habe den Gravitas-Wurf mit der Magnetspirale verwechselt. Das tut mir leid. Echt? Es gibt noch eine andere Dingens? Ja. Okay, was macht die Magnetspirale dann? Zieht alle... Das ist die ranzieht. Ah. Und der Unterschied ist halt wirklich, bei dem Gravitas-Wurf machst du Gravitas-Schwert-Schwert und bei der Magnetspirale machst du Gravitas-Gravitas-Schwert. Da kriegen wir die vielleicht. Und eigentlich müsstest du die Magnetspirale sogar können, weil hier steht, die kriegst du, wenn du Rico besiegst. Können wir gleich mal gucken. Aber du hast keine zwei Gravitas schaffen, oder? Ja, stimmt. Aber wir könnten mit den Mokri-Punkten mal gucken, dass wir demnächst wieder welche bekommen. Okay,